Servus und willkommen zurück zu Sansara. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben, haben den Schattenelfenboss besiegt und ja, noch ein paar und noch so ein Schattenelfen. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, was hier ist. Ich glaube, das war total unnötig, weil es nur hier hingeht. Genau. Dolle Karte. So, ich habe unsere Wasserfee wieder geholt. Weil ich glaube, wir brauchen die erst später. Und ich möchte die irgendwie nicht missen. Okay, da geht's in den Abgrund. Das ist ein kleiner Irrgarten hier, aber nicht sonderlich schwer. Das sage ich jetzt, sondern verlaufe ich mich wahrscheinlich wieder. Ich kenne mich. So. Das heißt, wir müssen dann einmal hier lang und dann einmal da lang. Und dann da runter. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe hier kommen. Aber ich glaube schon ein paar. Und irgendwann hier brauchen wir den Pix. Irgendwann. Ich weiß noch nicht mal wann. Ach komm schon. Warum? Lass mich in Ruhe. Komm schon. Komm schon. Wobei, die könnten wir eigentlich vernichten. Das sollte nicht so viel aushalten. Ja, und mit dem letzten Atemzug hat sie mir noch einen Hit reingedrückt. Warum? Ja, schmeiß alles runter. Ich brauch das Geld eh nicht. Oh, da ist noch was. So, was hat er draußen? Das sieht aus wie Stein. Muss ich irgendjemanden hochheilen? Mensek. So, einmal noch. Dann ist der voll. Die anderen sind voll. Der Rüdiger noch. Bleib stehen, Mensch. Das sind wir nicht zum ersten Mal. Och. Passt. Ach ja. Na, wie ich das immer verwechseln kann, hä? Unglaublich. Unglaublich. Lass mich in Ruhe. Ja. Wir brauchen ihn hier. Gut, dass wir sie mitgenommen haben, weil sonst hätten wir hier ein ernsthaftes Problem gekriegt mit dem Knaben hier. So, einen Hit kriege ich noch, bevor er weg ist. Nicht. Schade. So, ich hoffe mal, ich kann den raushalten. Ach, ich hätte gar nicht unsere Eis gebraucht. Oh, naja. Kriegt ihr auch noch ein bisschen Erfahrung. Leider Gottes. War nicht so geplant, aber egal. Ach, war das nicht bei der Psyche, die schneller auflädt? Ich weiß gar nicht. Latika. Dann kommt er schon wieder. Drei. So, einmal. Ah, komm schon, ich hasse das echt. Das ist so nervig. Da habe ich mir noch selber einen Hit reingedrückt. Alter. So. Komm, die kriegen wir doch. Ich will jetzt. Ach nee. Ich kann es mir nicht merken, wo meine Feen sind. Warum wechselt der? Hm. Das sind Fragen, die ich nicht weiß. Das sind Sachen, die euch nicht interessieren. Oh mein Gott. Zwei. Ach komm schon. Diese blöde Verlangsamung. Kannst du nicht irgendwas anderes zaubern? So, Steinmensch, komm her. Zacken. Ich habe wieder die falsche Fee, ich weiß es. Es tut mir leid. Warum wechsle ich eigentlich immer zu Frost, wenn ich einen Stein vor mir habe? Ich kapier's nicht.
Irgendwie total unlogisch. Ah, komm schon. Geh druff. Geh doof. Geh doof. Warum? Warum muss er das tun? Jetzt hatte ich, glaube ich, jeden draußen außer Simgott. Cool. Wunderbar. Jetzt hoffe ich, dass es wenigstens ein paar Level-Ups gibt. Was ist denn los heute hier? Und Sieg. Und sonst muss ich wieder heilen. Und das mag ich nicht. Weil wir eh noch genug Heiltränke haben, von dem her ist es eigentlich eh schon egal. Okay, bei dem wird's keinen. Bei ihr wird's was. Nicht. Hauptsache Mense kriegt wieder Level. Der hat ja nicht genug, ne? So, dann kriegt noch Rüdiger was. Wäre cool, wenn wir die noch auf 40 kriegen. Unsere Luft und unsere... 2 Punkte! Nein! Das heißt, wir dürfen schön hochheilen. Ach, wir haben massig. What the hell? Habe ich so krass eingekauft, oder? Ich glaube, ich habe zu krass eingekauft. Ach, das ist, glaube ich, eine Abkürzung. Das heißt, wir können hier längs. Und dann sind wir nämlich... hier. Und hier brauchen wir... ja, hier brauchen wir unseren Pix. Hier brauchen wir den Pix. Verdammt. Ah. Warum müssen wir hier den Pix brauchen? Oder war das die Stelle? Nicht, dass ich jetzt schon wieder sage, wir brauchen den nicht. Doch, da sind die Skelette. Heiltränke. Ist hier noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Ne, wir müssen nur zu dem Kerl hier hinter. Das heißt, wir porten uns einmal schnell nach London. Dann wieder zurück. Dann wieder hierher. Ach, komm schon. So. Feechen, wo seid ihr? Einmal Pix, wen tun wir weg? Shorty. Dann einmal wieder ins Schattenreich. Und genau hier ist nämlich die Stelle, wo wir erfahren, dass wir überhaupt einen Pix fangen sollen. Das war auch das, was ich gemeint habe in dem Höllenreich. Dass man den fangen muss, aber es irgendwie vorher nie angedeutet wird. Man hat die Aufgabe, bevor man eigentlich großartig weiß, was man tun soll. So... den können wir noch einmal kurz umnieten. Sieg. Dann sollten die zwei noch ein Level abkriegen, wenn ich Glück habe. Mana ist wurscht. Wir werden eh nochmal zu der Vogelscheuche gehen und uns nochmal auffrischen. Einmal Level. Dann nochmal Level. So, 40. Dann fehlt Letizia nur noch 2 Level. Dann sollten wir gut gewappnet sein. Hoffe ich, denke ich. Weiß ich nicht. Wer weiß. Egal. So, das heißt, wir dürfen hier wieder lang rennen. Einmal hier hin. Ach, das ist so schön. Nicht. Da können wir eh nicht drüber. Das heißt, wir dürfen den ganzen langen Weg hier gehen. Gut, dass der keine rausspringt. Da unten ist nichts, runterfallen will ich nicht. So. Dann sind wir wieder hier, Déjà-vu. Oh, komm schon. Lass mich doch alle in Ruhe. Deine Kollegen waren auch die ganze Zeit brav. Natürlich ist runtergefallen. So, jetzt darf ich hier nur nicht runterfallen. Weil da darf man einfach so rüberspringen. Und sie fällt runter. Vermeidet zu tiefe Stürze. Ach wirklich? Warum denn? Ist doch nichts passiert. Und nochmal.
braucht da immer ewig für sowas. Warum springt die da runter? Kurz einmal gespeichert. Hoffen, dass das Ding nicht mehr da ist und dass wir dann da oben bleiben. Weil ich glaube nämlich, dass sie da abstoppt, wenn sie das aufgesammelt hat. Und nein, ich bin nicht zu blöd zum Springen, falls es einer denkt. Doch, eigentlich schon, aber... Seht ihr? Funktioniert einwandfrei. So, jetzt sprechen wir den. Du solltest nicht zu lange in dieser dunklen Welt verbleiben, sonst ergeht es dir wie uns. Ich war nur neugierig, wie das Schattenreich aussehen würde und wanderte durch die dunklen Säulenlabyrinthe. Allerdings versperrte mir die hinterhältige Schattenelfen den Weg zurück. So harre ich hier nun seit Jahren aus, was meiner Konsistenz überhaupt gar nicht zugute kommt. Siehst du meinen Kollegen dort in der Ecke? Ihn hat es noch schlimmer erwischt. Er wollte unbedingt eine dieser merkwürdigen Feuerfeen suchen und verirrte sich im Schattenreich. Dabei weiß doch jeder, dass Feuerfeen in den tiefen Lavahöhlen unter dem Gebirge zu finden sind. Genau, das meine ich. So, das schauen wir uns noch ab. Eine goldene Karotte. Der geht hier voll ab. Jo, Mann. Oh, eine Feensammlerin in dieser trostlosen Umgebung. Ich war Jahre unterwegs auf der Suche nach meiner Lieblingsfee, der Feuerfee Pix. Man sagt mir, sie wäre irgendwo unterhalb von Sansara aufzufinden. So bin ich nach Langreisen hier gelandet. Ich habe mich während meiner dauernden Suche im Schattenreich aber wohl etwas verändert. Jetzt traue ich mich nicht mehr an die Oberfläche zurück, von der Pix ist hier unten auch nichts zu finden gewesen. Alles würde ich hergeben, um nur einmal diese herrliche Fee zu sehen. Leider habe ich nur diesen merkwürdigen Knochenschlüssel in meinem Besitz. Aber wenn du mir eine Pix bringst, gehört es dir. Ja, dir. Versprochen. Natürlich. Pix auswählen. Oh, eine Feensammlerin. Déjà-vu. Ich habe Jahre unterwegs, bla. Unterhalb. Ich habe während Suche, bla. Alles würde ich hergeben, wenn... Moment. Sie fliegt da ja hinter dir. Großartig, wie ich dich beneide. Hier, nimm diesen ungewöhnlichen Schlüssel als meinen Dank. Ich würde dir ja gerne mehr geben, aber das ist alles, was ich besitze. Diese Pix ist wirklich ein wundervoller Anblick. Yeah, blauer Knochenschlüssel. So, das heißt, wir dürfen wieder nach London, den Pix austauschen, wieder ins Schattenreich und dann durch die letzte Tür. Und irgendwie glaube ich echt, ich habe irgendwo einen Pix vergessen. Also ein Pixie, kein Pix. Ah, da. So. Und das mag mir nicht gefallen, weil ich dann alles absuchen darf. Wirklich alles. Konnte mir das nur passieren. Na jö. Letzte Tür, öffne dich. Wir haben es ja noch ein bisschen zum Boss. Zum Endboss-Kampf. Bis dahin werde ich schon irgendwas finden, hoffe ich. Aber ich glaube, ich werde vorm Boss kurz Halt machen müssen, um die Fee zu finden. Nicht die Fee, die Pixies. Was zum Teufel. Das wird eine richtige Rennerei. Das gefällt mir nicht. Oh, da ist einer. Pixie! Pixie! Aha. Nein, er verarscht mich. Geh her. Hab ich dich. Pixie gefangen. 26. 4 fehlen noch. Da unten kann man auch hin. Da kann man ein bisschen was Interessantes finden. Ist das dieser total fiese Kampf? Noch nicht? Okay. Das finde ich auch cool mit diesen drehenden Dingern hier. Kann man hinterspringen, wenn man möchte. Ist aber nicht zwangsweise notwendig. Braucht man nicht unbedingt zum Weiterkommen, aber ist so nice to have irgendwie. Wenn man so sammeln möchte, keine Ahnung. Pixie war hier, glaube ich, keiner mehr. Oder? Irgendwo war noch ein Pixie, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mal, wo er rumstreift. Aber den sollten wir hören. Oh, da ist eine Kiste. Die Kiste möchte ich haben. Aber ich glaube, die Kiste werden wir uns im nächsten Part holen müssen. Ach, das ist so ein Schattenfuzzi. Hm. Da ist auch ein Schattenfuzzi.
Naja, ich beende hier mal die Aufnahme. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, ciao.